So gut wie kaum ein anderer muss sich Tilman Waldthaler in der Welt auskennen. Mehr als 10-mal ist er um die ganze Welt gefahren. 400.000 Kilometer und das auf dem Fahrrad. 3 Jahrzehnte hat er dafür gebraucht und jetzt ist er hier in Freiburg auf der Bike aktiv. Wie kamen Sie denn auf die Idee? Wissen Sie, ich bin gelernter Koch und Konditor und da reist man sehr viel. Und während einer dieser Reisen bin ich durch Australien gefahren und da habe ich zum ersten Mal ein Männchen gesehen auf einem vollbepackten Fahrrad. Das hat mich so fasziniert. Dann bin ich stehen geblieben und habe mich mit ihm unterhalten. Und was er mir erzählt hat, wie er mir seine Geschichte erzählt hat, das hat mich so fasziniert, dass ich gedacht habe, Mensch, wenn dieser Mensch um die Welt fährt, dann kannst du doch mal probieren, ob dir das überhaupt zusagt, Radfahren. Ne? Und dann habe ich diese große Liebe zur Freiheit entdeckt auf dem Fahrrad. Und wie war das, als Sie Ihre Sachen gepackt haben und losgefahren sind? Haben Sie einfach alles hinter sich gelassen, alles hingeschmissen? Es war vielleicht für mich sehr leicht, weil ich 1974 zu Weihnachten einen ganz, ganz furchtbaren Wirbelsturm miterlebt habe in Australien. Und da hatte ich alles verloren. Und da hatte ich nichts mehr gehabt. Also war es nach dem Wirbelsturm relativ einfach loszufahren, weil ich ja nichts hatte, was mir gehörte. Und das hat dazu beigetragen, dass ich auch gedacht habe, eigentlich ist es schön, in der Weltgeschichte herumzufahren, ohne irgendeinen Besitz zu haben. Und das hat mir natürlich die erste Reise erleichtert. Verschleiß ist natürlich auch so ein Thema, ne? Wenn Sie da Kilometer um Kilometer fahren, irgendwann bricht Ihr Fahrrad ja doch mal unter sich zusammen. Wie haben Sie das dann finanziert oder wo kam dann das nächste Fahrrad her? Ja, sag mal so, ich habe immer auf Qualität gesetzt. Das erste Fahrrad, mit dem ich meine erste Reise gemacht habe, das hat ja vor 32 Jahren 3.200 Mark gekostet. Das war viel Geld. Und als ich dann mich entschlossen habe, diese große Reise zu machen, dann war ich sehr dankbar, dass ich dieses teure Rad gekauft habe. Weil ich hatte während den gesamten 55.000 Kilometern überhaupt keine Probleme. Außer der übliche Verschleiß, sprich Bereifung, Kette, die Sachen. Aber sonst hatte ich überhaupt keine Probleme. Aber wenn Sie die ganze Zeit rumgefahren sind mit dem Fahrrad, dann hatten Sie doch eigentlich keine Zeit zu arbeiten. Woher kamen dann die Mittel, um eben doch wieder ein neues Fahrrad zu kaufen? Naja, ich bin ja gelernter Koch und Konditor. Und wie es damals war, war es relativ einfach, Arbeit zu finden. Damals hat man sich um Dokumente und so weiter überhaupt nicht gekümmert. Und zudem wussten die Leute, in unserem Beruf gibt es ja sowas wie Saisonarbeit, das heißt Winter- oder Sommersaison. Und dann wissen die Leute, wenn die Köche 3 oder 4 Monate gearbeitet haben, dann ziehen die wieder weg, weil es irgendwo anders andere Arbeit gibt. Und das war einfach viel, viel einfacher, zu diesem Zeitpunkt zu arbeiten. Gibt es eigentlich ein Land, in dem Sie nicht waren? Viele. Ich meine, früher hat es weniger Länder gegeben, seitdem Russland zum Beispiel zerfallen ist, hat es plötzlich viele Länder mehr gegeben. Das Ähnliche ist passiert in Asien. Und natürlich war es nie mein Wunsch, alle Länder der Erde zu bereisen. Aber es gibt doch noch das eine oder andere Land, das ich gern bereisen möchte, weil ich noch nicht dort war und weil ich gehört habe, dass es sehr schön ist. Werden Sie denn wieder losziehen mit dem Fahrrad oder bleiben Sie jetzt erstmal an einem Fleck? Also ich lebe mit meiner Frau in Australien. Dort haben wir ein kleines Häuschen und dort leben wir. Meine Geschäftsbeziehungen und meine ganze Fahrradwelt, in der ich lebe, die passiert ja hier in Europa. Und so komme ich immer wieder von Australien nach Europa, meine Vorträge zu zeigen, um die Produktentwicklung mit den Firmen weiterzumachen. Und so ist es auch, dass ich meine nächste Reise in Norwegen beginne und zurückfahre nach Neuseeland, da wo alles vor 32 Jahren begonnen hat. Welches Land oder welche Gegend war denn eigentlich so die, wo Sie sagen würden, das war am tollsten? Es wäre unfair, ein Land zu bevorzugen vom anderen, weil man als Radfahrer ja nicht hineinfährt, um das Land kennenzulernen oder sagen wir nicht nur, sondern auch Land und Leute. Die Leute faszinieren mich immer so. Stellen Sie sich vor 32 Jahren, als ich begonnen habe, Rad zu fahren, da hat es in der Welt 3 Milliarden Leute gegeben. Heute gibt es fast 7 Milliarden Leute. Also
Es hat sich ja wahnsinnig viel geändert und verändert. Der Verkehr ist dichter geworden, mehr und mehr Leute leben in diesen Plätzen, Umweltbelastung hin, Umweltbelastung her. Wissen Sie, diese neue Reise, die ich jetzt mache von Norwegen bis nach Neuseeland, um den Kreis des Rades zu schließen, das wird ja eine tolle, neue Herausforderung, tolles Erlebnis für mich. Und darauf freue ich mich wirklich. Haben Sie ansonsten noch Pläne für Ihre Zukunft? Ich möchte mehr Zeit mit meiner Frau verbringen. Ich möchte die Sachen, die ich jahrelang auf dieses mache ich später Regal gestellt habe, die möchte ich anfassen und erledigen, wenn ich in 2 Jahren in Neuseeland ankomme und die Reise beendet habe, dann bin ich 70 Jahre alt und dann bin ich 35 Jahre Rad gefahren. Und ich glaube, dann habe ich vielleicht noch 10 Jahre Zeit, wenn ich gesund bleibe, um mir meine anderen Träume, die ich noch habe, auch zu realisieren. Und eben die Zeit noch mit Ihrer Frau zu verbringen. Die hat wahrscheinlich viele Fotos von Ihnen, weil sie sie in Persona in den letzten Jahrzehnten nicht so häufig gesehen hat. Nee, wir verbringen ja doch Zeit zusammen. Ich habe meine Frau in der Sahara getroffen. Die war alleine mit dem Fahrrad, vollbepacktem Fahrrad unterwegs. Und da haben wir unglaubliches Verständnis füreinander. Und sie weiß, wenn ich unangenehm werde zu Hause, dann sagt sie, hey, glaubst du nicht, dass es bald Zeit ist, dass du wieder weg bist? Und dann sage ich, ja, vielleicht hast du recht. Und dann verbringen wir auch wieder Zeit zusammen unterwegs. Wir waren 4 Monate in Chile zusammen, in Südamerika, 3 Monate in Kanada, in Amerika. Wir waren in Indien, wir waren in Australien. Wissen Sie, die Sache ist so, wenn man gleichgesinnt ist und sich von der Fahrradperspektive kennengelernt hat, dann ist es wunderschön, einen Lebenspartner oder Lebenspartnerin zu haben, wo man sagt, komm, wir packen unsere Sachen zusammen und gehen einmal Radfahren. Und da freut sie sich oft drauf. Tilman Walthaler, 400.000 Kilometer rund um die Welt gefahren mit dem Fahrrad und jetzt auf der Bike aktiv hier in Freiburg. Freiburger Messe TV. Freiburger Messe TV. Immer aktuell informiert.